Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von We Are Football. Ja, wir sind fast mit der Hälfte der Saison durch, der ersten Hälfte, aber wir haben noch ein paar Spiele, jetzt Champions League-Woche. Wir trainieren wieder Regeneration, wir müssen irgendwie mal die Frische steigern. Wir kommen aber gar nicht dazu, vor lauter Champions League-Spiele. Das ist das letzte jetzt, ne? Genau, wir müssen wieder Spieler schicken. Wir schicken mal den Ukaka, dann den Leitner, dann den Zakaria und wen noch? Den Marseille und den Rosier. Nehmen wir den Schaden. So. Okay, dann würde ich sagen, das passt soweit. Gott. Weihnachtsfeier können wir planen. Ja, die können wir planen, aber bitte am Sonntag nach den Spielen. Ja, bitte. Wir müssen unbedingt schauen, dass die sich hier erholen. Genau. So machen wir das. Auslaufen, Erholung. Sonst wird es ja Probleme geben. Oh, Miranda, Verletzung, Oberschenkelzerrung. Ja, super. Okay. So, jetzt schauen wir mal, was will denn unser Co-Trainer hier vorschlagen? Ah ja, spielt wieder mit dieser hängenden Spitze und Dreierkette. Sollen wir jetzt wirklich im letzten Champions League-Spiel hier umstellen auf... Ach, Leute, das ist wieder... Nee, das ist immer zu gefährlich. Das müssen wir erst testen, wenn es geht. Ja, ansonsten können wir so bleiben, würde ich sagen. Mit dem Rieck habe ich doch schon gesprochen, oder nicht? Dann will weg. Hat eigentlich der Chan wieder gefangen. Ja, ist glücklich. Gut. Soll man den mal defensiv spielen lassen hier hinten, oder wie? Interner Verteidiger. Ja, dann meinen sie auch nicht gerade fit. Ne? Ja, wer. Ja, das geht sowieso nicht. Warum man den Bellingham immer da hinten drin setzen will, verstehe ich nicht. Holmgren. Na, nee. Kaka. So bleiben wir. Das lassen wir alles, genau. Was machen wir denn? Ja.
schwierig. Wir lassen das mal, würde ich sagen. So, mal gucken. Ja, geht wieder gut los. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe reingekommen. Gut. Ja, 0-0 ist okay. Ist nicht so dramatisch jetzt hier für uns. Weiter geht's. Barcelona steht noch 0-0. Okay. Warte mal, ich will auswechseln. Auswechseln. Oh, es gibt Elfmeter. Boah, Glück gehabt. Vorbei. Ruhig, ruhig, ruhig. Jetzt erstmal hier aufpassen. So. Wir müssen da mal was ändern, weil sonst, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, die werden uns hier gleich überrennen. Und Dika kommt rein. Und Vlahovic. Unentschieden wäre nicht schlecht. Wir sind immer noch Zweiter, das ist wichtig. Barcelona führt. Ja, das müsste reichen für die nächste Runde. Ja, knapp. Ja. Okay. Gut. Puh. Bayern ist weiter. Stuttgart auch. Hoppala. Okay. Gut. Na, war knapp. So, jetzt schauen wir mal. Champions League Auslosung. Nächste Runde. Achtelfinale. Gegen wen spielen wir denn? Oh ja, Dortmund, Achtung. Tottenham, oje, oje. Nizza. Okay, gut. Wir wissen Bescheid. Nein, derzeit nicht, tut mir leid. Der Rosier.
31 ist der, ne? Der würde dann im Winter wechseln, ne? Genau. Das ist eine schwierige Sache jetzt. Wir nehmen den, ja, wir werden den hergeben. Ich will aber zuerst noch wir müssen zuerst gegen Düsseldorf spielen, ist auch klar. Der ist verletzt leider. Lass mal den Dika außen spielen. Ja, würde ich sagen. Und go. Yes. Eieieiei, ein Tüste. Da müssen wir was tun noch ein bisschen hier. Zweites Tor wäre nicht schlecht. Jetzt ginge. Klar. Das war so klar wieder.
So, Kukaka kommt rein. Dann haben wir hier, nee. Also da hinten ist es so wurscht, was ich mache, ne? Malen. Vlahovic. Juhu, lass mal spielen wieder. Nur unentschieden, leider. Ja, zu wenig. Ja, so viel kriege ich für den nie mehr wieder. Ja, wir nehmen das raus. Ja. Ja. So, wir haben noch ein Spiel. Wir müssen unbedingt hier. Nee, machen wir auch nicht. Nehmen wir Diallo bitte. So, jetzt pass auf, schauen wir mal kurz unsere Scouting-Abteilung an. Hier, Emerson Royal, Tottenham. Der wäre es natürlich jetzt. Gleich mal vom Gegner das Zeug verkaufen. Nein. Warte mal. Mal schauen mal kurz, ob da was anderes noch da ist. Auf dem Niveau. Also Position rechter für Außenverteidiger, genau. Ah. Okay. Okay, der kann flanken. Läuft der Vertrag aus? Pass auf, dann könnten wir mal hergehen und mit dem.
Ja, mit dem werden wir mal reden. Verein natürlich. Okay. Pass auf, wir machen es anders. Machen mal linker Verteidiger. Nebenposition rechter. Nee, hat er nicht. Okay. Pass auf, wir machen mal Innenverteidiger. Und Nebenposition rechter. Nee, nicht Mittelfeld, sondern rechter Außenverteidiger. So. Das Brasilianer ist ein bisschen unglücklich hier. Oh. Holmsten Asbjørn. Der Vertrag aus, wie geil ist das denn? 19 ist er auch noch. Ja, das wäre natürlich schon eine Sache. Den werden wir umschulen dann, ne? Okay. So, und wenn das nicht funktioniert, was hat der für ein Problem? Warum nicht? Das ist ja nicht schlecht. Aber rechter Verteidiger als solches kann man ja nicht nehmen. Da ist nur einer da. Wieso wird er eingeblendet, wenn ich rechtes Mittelfeld eingebe? Achso, warte mal. Der hier. Mit dem wollen wir nicht reden, ne? Verstehe. Machen wir es anders. Wie gesagt, dann machen wir das so. Ja, wir werden mit ihm auch noch reden. So. Genau, weil wir ja, dann haben wir nämlich hier mehr Optionen. Der Guerrero ist sowieso nicht mehr der Jüngste hier. Warte mal, wie haben wir denn hier? Wo ist denn hier? Den Laufzeit hätte ich gerne. Ja. Ah ja, okay. Brand und Terrier. Oh Gott, da muss ich noch schauen. Warte mit Terrier. Werden wir den Vertrag verlängern, auf jeden Fall. Ja. Läuft ja so aus bei dem Brasilianer.
Also nee, mir geht er jetzt. Sorry, ja. Stimmt. Das passt, das ist okay. Also hat er bis 2030 hat er noch Vertrag. Alter Falter. Junge, Junge, Junge. Mhm. Oh. Hat 8. Mit dem haben wir auf jeden Fall. Nee, nicht Spielergespräch. Ja. Mit dem werden wir den Vertrag verlängern. Mit dem Pohlmann. So, und dann. Wie sieht denn der aus, der unser Star hier? Wo ist mein Star? Oh nö! Wieder verletzt. Stärke 11 hat der. Der muss auf jeden Fall hoch dann. Frage ist, ob wir mit dem verlängern sollen, mit dem Finson. Gut, ja, dann würde ich sagen, let's go. Den besuchen wir mal. Oder Mittwoch. Den auch. Genau, und Persönliches habe ich gemacht, ne? Oder? Nee, Weiterbildung Donnerstag. Gehaltserhöhung Donnerstag. Go. So, hier machen wir wieder Erholung, ist klar. Auslaufen. So, hier. Fitness, genau. Dann machen wir hier Kondition, machen wir da bitte Technik. Dann machen wir Pressing, ne? Genau. Okay, gut. Und go. 70 Millionen, Alter. Genau. Du magst mir 17. ja, ist klar, ne? Warte mal. Den setze ich mir mal bitte auf Dings. Auf Scouting, das ist ja geil. 70 Millionen. Terrier, den werden wir. Wie ist der 1,31, ne? Wir werden 2 Jahre dem geben. Gute Besserung.
Nee, ich brauche noch welche. So, Pullman. Der spielt jetzt, der bekommt jetzt erstmal bis 31, genau. Da, Leute. Ich glaube, dir geht's ja gut. Nee, also 2 Millionen. Für einen Achter. Nee, da hole ich mir lieber einen Jüngeren. Nee. Nee, so nicht. 30 Millionen, Freund der Nacht. Warte ich noch? Nee. Gute Besserung. DFB-Pokal. So haben wir auch. Kann ich mal schnell bitte was nachschauen? Kein Platz mehr hier, ne? Das ist das Problem. Warte mal. Wir hauen mal kurz irgendwann raus. Warte mal, ist schon da. Genau. Okay, nee, ist schon drin. Was ist mit dem hier eigentlich? 0,6. Aber dieser. Wo hat der gespielt? Hier links außen. Das auf der Transferliste ist der. Warte mal, wenn wir kurz was gucken bei der Transfergeschichte hier. Warte mal. Okay, gut. Wir haben jetzt das letzte Spiel, ne? Oh, es ist schon über der Zeit fast. Go. So, dann schauen wir mal. Was macht der Co-Trainer? Dreierkette, will er umstellen. Unbedingt auf Dreierkette. Aber dann bitte so. Bellingham kann ja auch Rechtsverteidiger spielen lassen. Was ist denn hier los? Das ist doch Käse. So. Nee, da spielt er nämlich nicht. Da spielt der Herr Hazard, wenn dann. Ja, ich würde sagen, so machen wir das. Da bin ich gespannt. Dreierkette.
Aber er wollte es ja unbedingt so haben. Also bitte. Dann probieren wir es mal, ja? Auf geht's. Ja? War so klar. So. Ja, Marlen kommt rein, dann Leitner. Bellingham. Jacobs. Go. Ein Tor. Man kein Tor mehr. Meine Fresse. Ja, bravo. Gott sei Dank ist jetzt Pause, oder? Ja, nein, Winterpause? Ja. Gott. Ja, wir trainieren auf jeden Fall Fitness, ist klar. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen da lassen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann natürlich ein Abo. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Rechts oben die Playlist und ich sage danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.